Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier von mir hier draußen zu einem neuen Video. Und zwar bin ich Kanufahren. Ich habe mir vor circa 2 Wochen ein Kanu gekauft, vielmehr ein Kajak gekauft, und weil ich einfach Bock hatte, loszufahren und einfach ein bisschen rauszukommen, Natur und alles, was dazugehört. Das ist ein bisschen mein erstes Mal Kanu fahren, also das erste Mal richtig Kajak fahren, da fahren wir so im Urlaub oder sowas, ne? Aber jetzt bin ich hier draußen in Mecklenburg-Vorpommern und will euch mal auf meine erste Testfahrt quasi mitnehmen. Rettungsfest ist an, ich bin hier auch super vorbereitet. Zum Kajak gibt es dann auch nochmal irgendwann ein Video. Man sieht es aber hier. Ups, ich fahre jetzt hier quasi das Stück Richtung Schleswig-Holstein auf der Wakenitz entlang, sprich Richtung Hamburg. Jetzt hier rechts ist so ein kleines Naturschutzgebiet und das ist quasi ein Fluss, der auch benutzt wird für so Passagierboote, richtig, die halt hier dann langfahren, wie auch immer. Naja, ich will euch so ein bisschen mitnehmen. Ich werde hier einfach mal die Kamera laufen lassen, mal gucken, was dabei rauskommt, und wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video. Also es ist ja quasi das erste Mal, da ich so richtig Kanu fahren oder Kajak fahre. Das Mal war da ja im Urlaub und bin ja von Haus aus jemand, der sich dann einfach Sachen kauft und dann mal ausprobiert. Und ich muss sagen, diese ersten 2,5 Kilometer, die ich bis jetzt gefahren bin, machen unglaublich Spaß. Es ist so krass, du kommst ja irgendwie, das ist, also ich kann das nicht beschreiben. Irgendwie ist es halt so geil hier einfach in der Ruhe zu sein. Wir haben jetzt 5 Grad gerade und das ist manchmal noch ein bisschen wackelig hier drauf, aber ich muss sagen, ich finde mich schon mal gut zurecht. Ich muss noch ein bisschen die Fußrasten einstellen, glaube ich, weil ich dann leicht einen Krampf bekomme, und ich werde morgen auch den Muskelkater des Todes haben. Aber ich muss sagen, es ist affengeil. Also ich glaube, dieses Video besteht auch nur aus irgendwelchen Impressionen aus der Fahrt, also aus so, wie ich fahre. Das ist super geil, lang zu fahren. Und das habe ich mir auch erhofft, muss man dazu klarerweise sagen. Ah, das ist schon wow. Ich bin halt so sprachlos, weil ich mir natürlich so eine gewisse Vorstellung hatte, ne, wie es wird. Aber dass es halt so cool wird, hätte ich nicht gedacht. Und vor allem als Anfänger Kajak zu fahren, ist ja wirklich das größte Problem, einzusteigen. Deswegen ist das auch nicht auf dem Video drauf, glaube ich, weil das ziemlich problematisch war, muss man so zu sagen. Aber ja, zukünftig, oder ich habe mir halt vorgenommen, das Kajak so ein bisschen genauer zu beleuchten. Das heißt, wieder, wie man es auch von den Quad-Videos kannte, so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu machen, ein bisschen rumzufahren, ein bisschen einfach nur draußen sein, genießen und quasi dann wirklich auch mal über Nacht unterwegs sein und auch mal einfach ein bisschen was gucken. Der Langzeitplan ist es, mit dem Kanu mal eine größere Strecke zu machen. Oder mal ein bisschen Schweden halt, ne? Klassisch Kajak, Schweden, logisch. Aber da hätte ich halt auch mal Bock drauf. Naja, mal gucken.
Naja, Leute, ich habe euch hier quasi einmal jetzt so ein bisschen mitgenommen in mein erstes Mal Kajak fahren. Oder zum ersten Mal ein eigenes Kajak fahren und dann auch noch richtig und nicht irgendwie im Urlaub so ein bisschen. Es ist verdammt cool. Es wird auf jeden Fall deutlich mehr Videos geben. Wie gesagt, geplant ist mal irgendwie eine Strecke draußen ein bisschen zu fahren, ein bisschen mit draußen übernachten. Das Kajak vorstellen, weil das ziemlich cool ist. Und Zahlen, Daten, Fakten, also das, was man quasi schon von meinen Quad-Videos kennt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen coolen Tag, habt viel Spaß heute noch und gebt mir mal Feedback in die Kommentare, ob ihr auch einen Kajak habt und wenn ja, welches und wie zufrieden ihr damit seid. Und vor allem gerne auch, wo ihr fahrt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis bald und ciao.